Herr Landeshauptmannstellvertreter, die letzte Woche, bevor der Stillstand bei der Nikolsdorf gekommen ist, hat man mit der Polizei zusammengerechnet, durch die Busse und die Taxi-Registrierung war keine da. In der letzten Woche wurden 50.060 Flüchtlinge über Ungarn nach Österreich eingereist. Ich habe angerufen bei dem Außenministerium, Innenministerium, Bundesheer, Salzburg, überall. Ich wollte die Zahlen wissen, wie viele Flüchtlinge sind nach Deutschland ausgereist, habe aber keine bekommen. Und genau in der Woche hat ORF berichtet, dass Deutschland der Woche hat täglich nur 700 Flüchtlinge aufgenommen. Ich habe nachgefragt, Deutschland hat bestätigt. Wenn man jetzt rechnet, dass in einer Woche 50.060 Flüchtlinge einkommen und 4.900 ausgereist, wo sind die Rest? Wo ist der Rest? Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Diese Frage haben sich natürlich schon andere auch gestellt. Denn die Gesamtsituation ist sowieso so, dass es nicht bewertbar ist, wer gekommen ist und wer geht. Aber die Rechnung ist total in Ordnung. Und es wäre wirklich interessant, das zu wissen, wie viel genau die Zahl ist, wo liegt der Unterschied und wo sind diese Menschen oder wo glaubt man, dass diese Menschen sind. Vielleicht sind sie über die grüne Grenze irgendwo nach Deutschland gekommen, aber Faktum ist natürlich, wenn das so weitergeht, ist das ein Ansturm von nicht zu bewertenden Personen, wo man nicht mehr weiß, wer ist gekommen, wer ist nicht gekommen, in der Anzahl, in der Vielzahl, wo niemand mehr weiß, wer ist hier. Und das ist natürlich wirklich ein Umstand, der sehr tragisch ist.